Das heißt, zu diesem Thema haben Sie gerappt und über die Musik sind Sie quasi an, an etwas herangeführt worden, über das Sie vorher noch so sich noch nie Gedanken gemacht haben? Richtig. Mhm, okay. Ja, Musik kann ja einiges bewirken, Sammy. Ja, und deshalb haben wir jetzt auch hier noch mehr Musik, um diese Talkrunde nochmal aufzulockern. Stichwort Jugendkultur, er ist seit sehr langer Zeit schon dabei, und zwar in der Hip-Hop-Szene. Ist auch eines der Urgesteine sozusagen, bekannt durch sehr tiefsinnige und poetische Texte. Sein Name ist Curse und er spielt hier jetzt mit der Tsunami-Band sein Lied Gold. Ich habe eben noch mit einer Robbe über Urgesteine gesprochen. Okay, herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Der Song hier ist Warum nicht. Mach bitte einen Applaus für die fantastische Tsunami-Band, Ladies and Gentlemen. Here we go. Hey. Warum nicht? Einfach so tun, als wär ich Jiggy und Shogi. Ich schüttel Texte aus dem Hakeling, wie busy die Musik. Jedes Mädel ist die Königin und kein bisschen Tussi. Kondome brauchen dich, denn alle haben eine reinische Muschi. Warum nicht? Nochmal so tun, als wär das gar nicht so schlimm, dass ich die Liebe meines Lebens mal kenne, wenn ich bin fit. Warum nicht? Einfach so tun, als bin mitten lahm und nicht stressig. Ruhig ohne Probleme, so verschlafene Schildchen. Warum nicht? Ich könnte so tun, als hätte ich hier meine Ruhe, wenn niemand wüsste, wo ich wohne, mich keine Psychos besuchen. Tun, als wären den Idioten Privatleben nicht egal. Wo keiner kommt und ans Fenster klopft, zwei bis dreimal am Tag, warum nicht? Ich könnte tun, als ob mich das gar nicht betrifft. Mir egal, als ob ich auf Straßen Neid und Hass gekriegt. Ich lass mich ja nicht so tun, als ob die Wohnung cool wäre. 42 QM in Neuborn, Bunker, was will man mehr? Warum nicht? Und mal so tun, als wäre das Leben nicht schwer. Warum nicht? Und mal so tun, als wäre die Welt immer fair. Warum nicht? Und mal so tun, als wäre doch alles im Gut und alles im Lot und keine Art Not. Warum nicht? Warum nicht? Und mal so tun, als wäre das Leben nicht schwer. Warum nicht? Und mal so tun, als wäre die Welt immer fair. Warum nicht? Und mal so tun, als wäre doch alles im Gut und alles im Lot. Keine Abnot, warum nicht, warum nicht? Auch mal so tun, als hätte ich's einfach gehabt. Meine Eltern waren ja so reich und ich hab reinig gehabt. Ich hab einfach noch was gefahren, bekam's dann gleich in den Arsch. Warum nicht? Ich könnte so tun, als hätte ich die Zweifel gehabt. Ich hab immer Essen gehabt, das ist völlig korrekt und richtig. Warum nicht mal so tun, als wäre Freundschaft nicht auch genauso wichtig? Warum tun wir nicht so, als wäre Schule leicht? Wollen wir zwar schon peilen, aber sich nicht sehen, anderen Kids sagen gleich. Warum nicht einfach tun, als war ich hier mit der Mac? Immer beliebt, denn alle Kinder standen auf Baggies und Rap. Und keine Metalheads, wo denkt ihr hin? Warum nicht tun, als wäre das Geld von meinen Eltern und gleich meine Benjamins, wo wir schon dabei sind? Warum tun wir nicht leicht, als hätten die niemals gearbeitet, wie wir für den Scheiß? Warum tun wir da nicht einfach so, als wär's es egal? Ich tu mal so, es geht sonst nur ums Sehen. Probieren wir's mal, warum nicht? Warum mal so tun, als wäre das Leben nicht schwer? Warum nicht? Warum mal so tun, als wäre die Welt immer fair? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre doch alles so gut und alles im Lot und keine Abnot? Warum nicht? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre das Leben nicht schwer? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre die Welt immer fair? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre doch alles so gut und alles im Lot, keine Abnot? Warum nicht? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre das Business ein Scherz? Mein Leben liebt mich ohne Hits, doch ich mach gerne Kommerz. Warum nicht? Einfach so tun, als wäre Deutschland das Paradies, weil es keine Nazis in Politik und Wirtschaft mehr gibt. Schon keine Typen, die lügen, um Wählerschub zu verarschen. Keine Kastelzüge, ein Glück, ich kann sorglos schlafen. Warum tun wir nicht so, als wäre die Umwelt im Schuss? Wobei so billig ist, benutze ich auch die Bahn in den Bus. Ich tu mal so, als wären die Penner auf der Straße zum Spaß da. Wir haben ja all die Kohle aus Steuern hier im Sozialstaat. Warum nicht aber tun, als gäb's den Rassismus nicht? Weder hier noch sonst irgendwo auf der Welt, weil's jeder blickt. Dann könnte ich endlich über lustige Beats rappen, als Lucy MC Black, Lucy MC hätten. Die meisten mich vielleicht doch viel lieber, doch kann ich mich ja nicht bei weitem halb so gut selber verarschen wie ihr. Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre das Leben nicht schwer? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre die Welt immer fair? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre doch alles so gut und alles im Lot und keine Abnot? Warum nicht? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre das Leben nicht schwer? Warum nicht? Einfach so tun, es wäre die Welt immer fair? Warum nicht? Warum mal so tun, es wäre doch alles so gut, alles im Lot und keine Abnot? Warum nicht? Warum nicht? Vielen Dank. Curse. Vielen Dank. Eigentlich sollte mein Mikrofon jetzt wieder gehen. Ich nehme jetzt trotzdem das, weil das höre ich. Alles gut bei dir? Sehr gut. Ja? Hatte ich das ein bisschen irritiert mit dem Urgestein? Nee, wir haben nur eben darüber gesprochen. Also, danke sehr. Wir haben eben darüber gesprochen, dass man ja eigentlich, als wir damals rausgekommen sind, unsere ersten Alben so, ja, 99 war es, glaube ich, bei dir, 2000 bei uns, wir waren die jungen Wilden, weißt du? Ja, ja. Und wir haben versucht, die ältere Generation zu challengen, weißt du? Und jetzt stehen wir hier und die Leute sagen, wir sagen zueinander, das Urgestein. Genau, das ist ja schon strange.
Ich habe auch immer ein Problem damit, aber ich bin nun mal jetzt auch in dieser Position, dass ich dann immer so ein Hip-Hop-Opa bin. Deshalb dachte ich, tue ich jetzt nicht so, als wärst du jünger als ich, weißt du? Genau. Aber wir haben jetzt hier auch noch ein paar Themen über Hip-Hop hinaus. Und zwar wollte ich wissen, wie das eigentlich bei dir so war. Vor der Karriere war immer schon auch klar, du wirst Rapper oder hat sich so zufällig entwickelt? Weil wir kommen gleich zu dem Thema Platz in der Gesellschaft. So, wie ist das bei dir? Also bei mir war das so, dass ich davon geträumt habe und dahin gearbeitet habe, eigentlich, glaube ich, seit ich so 11, 12 Jahre alt war. Und da hat es auch direkt geklappt. Mit 13 dann Weltstar. Aber es ist natürlich so, dass ich... Kannst du den jungen Leuten irgendeinen Tipp geben, wie die das für sich auch umsetzen können? Vielleicht. Naja. Weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass Rap eigentlich auch nicht mehr so die Karrieremöglichkeit ist. Ein paar von uns alten Hasen sind noch dabei, aber viele mussten ja auch leider die Flinte ins Korn werfen. Musikindustrie geht's nicht so gut. Aber was sagst du generell zu dem Thema, wie finden Jugendliche das Ding, was ihnen Spaß bringt? So, ab wann war das für dich klar, also dass dein Ding? Ich glaube, dass es so eine Sache ist, wenn man das Wichtigste ist, dass man daran glaubt, dass man selber weiß, was gut ist. Hm. Und das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann, ist, wenn du sagst, na, eigentlich interessiere ich mich für Fußball, aber all deine Jungs sagen, guck mal, du kannst doch nicht so gut Fußball spielen, Scheiß da drauf, mach doch mal lieber was anderes. Ich glaube, selbst wenn du nicht so gut Fußball spielst, wenn du richtig dran glaubst und immer daran arbeitest, jeden Tag, dann wirst du vielleicht nicht Bundesligaspieler, aber du wirst ein super Fußballspieler eines Tages. Alles klar. Das ist wichtig. Eigentlich an sich selbst glauben ist so der Schlüssel. Und natürlich auch viel daran arbeiten. Genau, viel daran arbeiten. Ja, okay. Weißt du, nicht nur sagen, ja, hier. Cool. Yeah. Wir sehen dich ja gleich nochmal auf der Bühne. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, mein Platz in der Gesellschaft. Ist ein sehr talentierter junger Mann und spielt jetzt noch ein Lied für euch mit der Tsunami-Band. Viel Spaß dabei. Danke sehr. Gold, ich riech Gold, 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 ich riech Gold, 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 ich riech Gold, wow, 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 ich riech Gold, hey, Gold, Gold, ich riech Gold, Rapstar bei Einstein, der Schwein gegen Gold, hey, ich weiß, dass ihr mich Gold sehen wollt, also erb ich mir ein kleines bisschen mehr an Erfolg, tja, hey, auch Rapstars haben Probleme, welche Schuhe ich trage, welchen Wagen ich nehme, das sind Dinge, die sind rudimentär, Probleme, wie das viele fragen, wer ein Rudiman, wer? Rudi, euer Herz, nicht alles Gold, was glänzt, und nicht jeder Promi rollt eine Band, und nicht jeder, der bei MySpace-Stall geht, jeder wirkliche Fans und nicht jeder Star wirkliche Fans, zumindest nicht wie ich. Es ist nicht jeder Mann im Anzug Spießer, nicht jeder ohne Bargeld auf der Wettzahl Visa, nicht jeder, der den Mund voll nimmt, ist Genießer, nicht jeder Mona lächelt wie Lisa, nicht jeder Goalie ist auch ein Keeper, nicht jeder Natur Liebhaber liebt Sekt, nicht jeder Macher liebt Lieder, nicht jeder, der nicht kämpft, liebt lieber, nicht jeder, der Verlierer hasst, liebt Sieger, die meisten mit Selbstlieber. Nicht alle Rapper machen über sich selbst Lieder, die meisten Rapper machen über sich selbst Lieder, nicht jede Single hat einen tieferen Sinn, nicht jeder Pimmel geht auch tief genug hin. Check it out, hey! Gold, Gold, ich riech Gold, was? Gold, Gold, ich riech Gold. Gold, Gold, ich riech Gold. Wow, oh, oh, ich riech Gold, hey! Gold, Gold, ich riech Gold. Raps aber ein Einstein, ein Schwein gegen Gold. Hey, ich weiß, sie mich Gold sehen wollen, also erb ich mir ein kleines bisschen mehr an Erfolg. Es ist nicht alles Eis, was glitzert. Mit Fett ist es meistens Pizza. Mit Swaggers bin ich meistens nicht da. Ihr bleibt alleine, doch nicht alles, was mal in die Hose geht, ist scheiße. Nicht alles, was man hört, gehört sich. Nicht jeden, der sein Wort gibt, nehme ich auch wörtlich. Nicht jede Frau ist eine Bitch und im Umkehrschluss. Nicht jede Bitch ist eine Frau, stimmt genau. Nicht jeder Mann in der Blaumann ist blau. Nicht jeder Boss ist das Gleiche, doch ob drin oder drauf, ich glaube, es ist scheiße. Es muss nicht immer alles stimmen, weil ich sing. Nicht immer, wenn mich Spinner kritisieren, finde ich schlimm. No! Nicht jede Kritiker hört auch gewürdigt. Nicht jeder Kritiker ist selber kritikwürdig. Nicht jeder Traum von Rapstar werden wird wirklich. Doch vermissen wir die Deppen? Nicht wirklich. Gold, Gold, ich riech Gold. Gold, Gold, ich riech Gold. Gold, Gold, ihr riecht Gold. Wow, oh, oh, ich riech Gold, hey! Gold, Gold, ich riech Gold. Rapstar wird einstellen, das Schwein gegen Gold. Hey, ich weiß, ziemlich Gold sehen wollen, also erb ich mir ein kleines bisschen mehr an Erfolg. Auch Rapstars haben Probleme, so viel geile Ideen, so weit kannst du nicht sehen, so viele große Pläne, so weit kannst du nicht sehen, so viel Geld, wenn man mitschwimmt, doch so weit kann ich nicht gehen, ich kann auch nicht gehen, es ist nicht alles Holz, wenn's knackt, nicht alles, was man macht, ist ein Erfolg, wenn's klappt, nicht alles, was dir manchmal aufgeht, sind Lichter, nicht jeder, der zwei Reime aufschreibt, ist Dichter, hey, es ist nicht alles geil, weil's Sex ist, die Sachen bleiben gleich, auch wenn die Partei wechselt, nicht alles, was das Volk macht, hat Volk nicht Macht, und wer zuletzt lacht, hat's vielleicht nur zu spät gerafft, hey, Gold, Gold, ich riech Gold, 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 ich riech Gold. Gold, Gold, ich riech Gold. Oh, 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 ich riech Gold, hey! Gold, Gold, ich riech Gold. Raps aber ein Einstein, der Schwein gegen Gold. Hey, ich weiß, ziemlich Gold sehen wollen, also erb ich mir ein kleines bisschen mehr an Erfolg. Take it out now. Gold, Gold, ich riech Gold. Gold, Gold, ich riech Gold. Seid ihr mit mir heute Abend hier? Lasst mal euch einmal hören mit dem Ding hier. Gold, Gold, ich riech Gold. Was?
lauter. Gold, Gold, ich riech Gold, was? Was? Gold, Gold, ich riech Gold. Rap so ein eigenständiges Schwein gegen Gold. Hey, ich weiß ziemlich Gold, sie wollen, dass er mich wie ein kleines bisschen mehr Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Sir. Ja.